Wir haben uns vorher im Vorfeld schon vor einigen Wochen mal überlegt, welche Themen wir interessant mit Ihnen zu diskutieren. Das heißt, mit Ihnen diskutieren, dass Sie jetzt gefragt sind. Wir haben da ein paar Stichworte im Moment gepackt. Ich habe bewusst mein grünes Sakko angezogen, weil ich glaube, unsere Zukunft muss grüner werden. Das, anders wird es nicht gehen. Gerade im Hinblick auf das Thema Klima. Und Klima, sage ich einmal, drei Schlagworte, die Sie aber alle irgendwie betreffen. Das eine ist mal Hitze. Das zweite ist Trockenheit und das dritte ist Starkregen. Das sind drei Themen, die uns alle betreffen. Manche beides, manche alle drei Sachen. Und deswegen mal da oben mal hinzunehmen, deswegen die Frage an Sie. Und ich gebe mir Mikrofon rum. Wer möchte da als erstmal was sagen, was ihn bewegt? Er grinst so schön. Sagen Sie mal, wie Sie heißen und was bewegt Sie da im Thema? Servus, ich bin der Philipp. Hier in München bei der Produktentwicklung. Mich in dem Thema bewegt gerade das Thema nicht nur Green City, aber auch Virtual City. Also die ganze Digitalisierung der Stadt, wo natürlich auch ein Abwassernetz besonders, also wie gesagt, mit bei Starkregen extrem wichtig ist, wie wir es letztes Jahr im Ahrtal gesehen haben. Deswegen, das ist der Punkt, der für mich am wichtigsten ist. Ich finde es sehr gut als Einstieg mal, weil es sehr komplex ist. Und was sagen Virtual City? Können Sie vielleicht mal sagen, was ich da wünschen würde dafür? Was ich mir dafür wünsche? Dafür wünschen würde ich mir mehr Bewegung und auch mehr Willen bei den Städten und Stadtwerken, tatsächlich auch Dinge mal auszuprobieren, um auch vielleicht in einem kleinen Raum, in Teststraßen, in Testvierteln, in Testquartieren, einfach mal Sensoren zu bauen, auf einer No-Cost-Prototype-Ebene. Und einfach mal testen, einfach mal Daten sammeln und einfach mal anfangen und nicht vorher am Reißbrett das ganze Konzept auszuarbeiten, sondern dass einfach Bewegung reinkommt und einfach mal was gemacht wird. Jetzt mal, die anderen dürfen so nachher mitdiskutieren. Haben Sie das ähnliches Problem? Sehen Sie das auch so? Würden Sie sich da auch mehr wünschen? Ich meine, ganz konkret, er sagte Daten. Was für Daten meinen Sie sind wichtig? Wer möchte da was sagen dazu? Wen haben wir denn da hinten? Die quatschen alle da hinten. Ich frage jetzt mal den Klaus, der macht's halt. Er hört wieder keiner zu da hinten. Wurscht. Daten, ich meine, es gibt ja sehr viele Sensoren auf der Messe hier. Fangen wir mal an mit den Daten auf den Niederschlag. Die Leute sind früher da hinten. Der Daten zum Niederschlag, ich meine, es gibt ja alle möglichen Arten, den Niederschlag zu erfassen. Und es gibt auch moderne Systeme, Niederschlag zu erfassen. Hat da jemand Erfahrungen drin, gerade mit so Regelsensoren, die man zum Beispiel schon lange bei Jahrzehnten in Autos hat, für den Scheinwischer? Hat da jemand Erfahrungen damit? Kennt jemand sowas, was jemand noch anwendet? Also ich kenne zufällig schon jemanden, aber leider nicht auf der IFA. Es gibt ja Unternehmen, was diese Niederschlagssensoren eben anwendet, gerade wie wir auf die Schlagflächenvorsorge. Etwas, aber dann gehen wir weiter. Niederschlag, das zweite ist die Abwehrsensoren. Da weiß ich, dass zufällig die Firma Unicannons einiges macht. Klaus, magst du das sagen? Was gibt es da für Abwehrsensoren? Jetzt fangen wir beim Anfang. Was kann man dem bewegen? Ja, das war alles sehr interessant von der Abwehrsensorik her. Was ich mir immer vergleiche, ist, auf jeder Kläranlage haben wir an jedem Schieber oder Sensor oder irgendwas dran, was auf dem Leitsystem mir sagt, wie die Stellung ist. Und im Kanal haben wir fast gar nichts. Da gibt es an manchen Regelüberlaufbauwerken Daten oder aus den Pumpwerken, wenn die einschalten. Aber sonst ist es eigentlich weitgehend unbekannt. Was wir jetzt machen wollen, was man hier sieht. Also das muss ich widersprechen. Es gibt durchaus sehr viele Durchflussmesseinrichtungen im Kanalnetz. Klassische, mit induktiver, mit Überfallwehr etc., mit Mäusen, mit Ultraschall, mit Radar. Also es gibt eine Unmenge an Messmethoden, die man im Kanal messen kann. Messmethoden gibt es, aber nicht flächendeckend in den Kanalnetzen und oft an neuralgischen Stellen, also Pumpwerke, die haben natürlich sowas eingebaut, weil sie größer sind, Regenüberlaufbauwerke. Aber jetzt im normalen Kanalsystem, Freispiegelkanal, wo ich ich glaube, durchaus größere Sammler hat, da hat man dann öfters weniger Informationen. Und wir als Ingenieurbüro für Betrieb sagen dann oft, wir brauchen Daten zu dem Thema, dem Thema, und das ist relativ wenig vorhanden.
Wir haben jetzt aber gerade im Hinblick auf das Thema Klima haben wir. Wofür wäre das wichtig, dass man Sensoren im Kanal jetzt hat, die ansprechen auf den Durchfluss? Also Klimawandel ist ein großes Thema. Mir wäre das alleine schon deswegen wichtig, weil ich, wenn ich eine Verstopfung habe, dass ich die nicht deswegen mitkriege, weil der Bürger mich informiert, sondern weil ich das vor dem Bürger wissen will und proaktiv handeln will. Klimawandel ist dann ein Thema, wir haben ja dieses Thema Starkregen und so weiter hinzu. Und da will ich natürlich auch wissen, die Hydraulikberechnungen, die ich mache für meine Kanalnetze, um mich dafür vorzubereiten, ob die dann auch stimmen, dass ich die kalibrieren kann. Das ist so ein Thema, wo ich dann sage, dafür kann ich Sensoriken im Kanalnetz nutzen, besonders Level-Sensoren und so weiter. Und wenn ich die dann habe, kann ich natürlich die auch betrieblich nutzen für andere Sachen, indem ich die einfach eingebaut habe. Ja, kann man die also außer zu kalibrieren auch verwenden für Vorsorge, für Warnung? Da die Diskussion ist jetzt immer gewesen, hätte man warnen können. Genau, für präventive Systeme, wenn ich jetzt sage, ich habe meinen Kanal jetzt berechnet und habe live Füllstandssensoren und vielleicht auch Regenradardaten, die ich damit verschneide, dann kann ich natürlich auch Vorhersagen treffen, wann mein Kanal jetzt an welcher Stelle vielleicht dann doch mal überläuft. Und dann natürlich Leute warnen davor, nicht nur im Kanal, sondern auch außerhalb und vielleicht so ein bisschen diese Katastrophen, die wir hatten in der Vergangenheit, ein bisschen zu vermeiden. Ich weiß nicht, ob jetzt der Abwasserkanal da die beste Voraussetzung ist dafür, aber zumindest kann ich im Abwasserkanal schon mal ein bisschen vorhersehen, was da passiert. Ja, Abwasserkanal muss man sich differenzieren. Ist ein Schmutzwasserkanal oder ein Mischwasserkanal? Muss man differenzieren, wenn es ein Schmutzwasserkanal ist, dann sicherlich nicht so relevant, aber wenn ein Mischwasserkanal, wenn ich Mischwasser drin habe, dann wird es schon sehr interessant. Also beim Schmutzwasserkanal ist es eher ein betriebliches Thema, dass ich irgendwo zu viel Fremdwasser drin habe, das ist mir dann interessant. Beim Mischwasserkanal ist es natürlich dann die Überlastung bei Regenereignissen und die nehmen wir dann bei Starkregen zum Beispiel zu und so weiter. Jetzt haben wir die Drohne gerade mit dem riesen Höllenlärm fliegen gehört. Was kann die Wasserlärm machen? Das ist eine gute Fragestellung, sage ich mal. Was außer dem Lärm machen, ist sie eigentlich dazu da, Bilder in Kanälen und Bauwerken zu erzeugen, in denen wir noch nie Bilder gemacht haben in der Vergangenheit. Wir nutzen das aktuell für Kanäle über 800 Meter. Zum Beispiel kann man das in irgendeinem dieser vielen Punkte hier, nützt sich das damit? Das ist auf jeden Fall eine Innovation. Das muss ich erstmal selber lesen. Da müssen wir gar nicht lesen, vielleicht steht es ja nicht darauf, macht er nicht. Also Ablagerung ist ein Thema. Ich will natürlich wissen, gibt es Schäden im Kanal, die ich natürlich gerade bei Hauptsammlern zur Kläranlage, wenn da Wasser fließt. Es ist sehr, sehr aufwendig, das Wasser rauszubekommen, wenn ich da schon mal mit einer Drohne raus durchfliegen kann und mir den aktuellen Zustand einfach mal anschauen kann, von Kanälen, die es 100 Jahre gibt und nie inspiziert wurden, dann ist das natürlich ein Vorteil, bevor ich dort groß aus Arbeitssicherheitsthemen da reinlaufen muss oder halt das Wasser aufwendig umpumpen muss. Also kriege Informationen über diesen Kanal. Das ist natürlich schon mal ein großer Vorteil davon. Der zweite Vorteil von diesen Drohnen ist zur laufenden Inspektion von Bauwerken. Ich kann viel besser dokumentieren, was da passiert, gerade für Überlaufbauwerke, die meine Sichtkontrollen dort zu machen, ohne Arbeitssicherheitsprobleme zu bekommen. Und die Ausleuchtung ist auch durchaus besser, als wenn ich da mit einer Handkamera Bilder mache. Also der nette junge Mann hat ja angesprochen, es wünscht sich, er wünscht sich von mir ein virtuelles. Das heißt ja auch, dass ich jedenfalls einen digitalen Zwilling machen müsste. Haben Sie da selber Erfahrung? Machen Sie da selber was an dem Thema? Also selbst eine ganze Stadt digitalisiert habe ich noch nicht. Nein, aber also die Bausteine noch angefangen. Bausteine, ja. Wir haben da von Moschus, der Firma, wo ich bin, wir haben verschiedene IoT-Projekte durchgeführt mit verschiedenen Städten. Und teilweise nicht ganz öffentlich, aber da gehören Dinge wie Geräuschmessung rein. Also wo es nicht um geht, wo es laut, sondern was macht die Straßenbahn für ein Quietschgeräusch. Und heißt das Quietschgeräusch, man muss sie warten oder ist das alles in Ordnung? Und es sind halt zudem noch ein Projekt mit einer smarten Ampel, die nicht nur darauf reagiert, ob da jemand ist, sondern auch wie viele dort sind und so den Verkehrsfluss in der Stadt smarter gestaltet. Und das sind natürlich alles einzelne Bausteine, wie natürlich auch die ganze
die aber in einem, ja, eigentlich nur Sinn ergeben, wenn sie in einem übergeordneten System angeordnet sind, was alle diese Sensoren, oder nicht nur diese Sensoren, sondern auch an den Karten zu wählen geht, an Vorhersagen zu produzieren, sodass man im Endeffekt mit dem Modell auch smarte Entscheidungen treffen kann. Vielen Dank. Jetzt habe ich da oben irgendwie zufällig Geruch gelesen. Ich weiß, dass die Firma Unitelix einiges zum Thema Geruch macht. Und vielleicht bei der Übernahme würde ich immer mal sagen, das passt eigentlich auch sehr gut rein. Geruch ist ja etwas, ist ja ein chemisch-biologischer Prozess im Kanalsystem, der sich auch mit Klima zusammenhängt. Da kann man erklären, wird es schlimmer infolge des Klimawandels? Und B, was kann man auch machen, auch in dem Hinblick, was erst, was der Ende sagt, im Hinblick auf Prognosen. Das ist ganz wichtig, dass man da was ansprechen. Nicht erst, wenn es stinkt, dann ist es schon wieder spät. Das ist sehr unangenehm, aber vielleicht auch das Stink allein ist ja nicht das Schlimme. Sondern neben dem Geruch hat es einen anderen Effekt, vielleicht kann man das auch erläutern, aber ein wichtiges Thema. Ja, also wird es immer schlimmer vielleicht? Ja. Also im Zusammenhang mit Klimawandel ist das natürlich ein sehr relevantes Thema, weil wir dabei natürlich mit der Trockenheit, also die zunehmende Trockenheit spielt da natürlich eine Rolle, gerade im Mischverfahren, wenn wir uns bewegen, wird es immer mehr Ablagerungen geben, die dann natürlich hier biologische Abbauprozesse innerhalb der Ablagerungen zu entsprechenden Problemen, Geruchsbeschwerden in den umliegenden Bereichen führen werden. Also das ist ein sehr, sehr relevantes Geschichte für die Zukunft. Wenn man da auch mal im Internet ein bisschen guckt, in den Zeitungsberichten, dann findet man da einiges an Bürgerbeschwerden, die sich eben schon mittlerweile dazu äußern, dass man sagt, ja, wenn es lange Trockenphasen gibt, dann ist es bei uns besonders schlimm mit dem Gestank. Sowas kann man natürlich prognostizieren, sowas kann man berechnen. Herr Professor Günther hat ja schon gesagt, das sind biologisch-chemische Prozesse, die kann man in Modellen abbilden. Und mit solchen Modellen beschäftigen wir uns. Wir machen solche Modellierungen, solche Berechnungen für Städte, für Stadtabschnitte, für kleine Bereiche, wo man dann eben tatsächlich sagen kann, hier wird es zu mehr Geruch kommen, eventuell durch zusätzliche industrielle Belastungen, durch Klimawandel oder andere externe Effekte, oder aber eben auch, indem man neue Systeme plant oder dazu baut, dass man eben genau prognostizieren kann, wo entstehen zukünftig diese Problemfälle. Aber wie gesagt, Geruch allein ist es ja nicht, sondern diese Prozesse bewirken noch ganz andere Sachen, gerade in Rohrmaterialien, dazu habe ich auch mal gesprochen, im Hinblick auf die Nutzungsdauer von Kanälen. Diese Auswirkungen, glaube ich, fast noch schlimmer, wenn es um materielle Dinge geht. Genau, das größte Problem ist das Geruch, also wenn man mal jetzt von Schwefelwasserstoffbelastungen ausgeht, also dem Klassiker, sage ich mal, bei den Geruchsbelastungen, immer mit Korrosion verbunden ist oder mit korrosiven Erscheinungen, sofern es die Materialien eben zulassen. Und das ist ein wichtiges Thema, weil dadurch natürlich die Nutzungsdauer von einem Kanal, den man mal vielleicht für 50, 80 oder auch 100 Jahre angesetzt hat, je nachdem, plötzlich auf 2, 5 oder 10 Jahre runterfallen kann, je nachdem, wie hoch die Belastungen sind. Und das ist natürlich ein ernstes Problem, weil der Neubau bzw. die Sanierung oft sehr, sehr hohe Kosten mit sich bringt. Gar nicht so sehr wegen dem Thema Sanierung des eigentlichen Bauwerks, sondern weil man während den Sanierungstätigkeiten eben auch die Vorflut sichern muss und das Ganze mitten im Betrieb dann sanieren muss. Also vielleicht nochmal wichtig, das Thema Klima bewirkt durchaus auch einen negativen Effekt, nicht nur auf das Stadtklima, sprich Geruch, sondern auch auf die Haltbarkeit unserer Netze. Also das heißt, dass so ein Netz durchaus dann nur die Hälfte oder noch weniger Haltbarkeit hat, weil einfach die Korrosion enorm ist bei der Zementgebäude, Werkstoffe etc. Gut, jetzt haben wir da noch ein paar andere Begriffe drauf. Möchte denn jemand irgendwas zu einem dieser Begriffe sagen? Oder hat er einen Wunsch dazu anzusprechen? Da steht ja so ganz groß drüber Green City. Jetzt haben wir bis eigentlich wieder mit den gleichen Fragen. Aber der darf was sagen wieder da. Wir wollen ja die Fragen mal reden. Schauen wir uns an der Hände oder aufpassen. Ja, gerade das hat gut, und das ist einfach Unitelix. Wir waren unter Licht Unitelix. Haben wir jetzt alle verkretzt, oder? Scheiße. Ja. 20 Sekunden. 20 Sekunden. Den fangen wir nicht, weil dann. Ja, jetzt zum Nachfragen. Jetzt kommt keiner vorbei, der was sagen kann. Sorry. Ja,
Aber trotzdem, vielleicht sagt einer von euch beiden was zum Thema Green City und was der Uni Technik, nachdem die Uni Technik auch sehr grün ist, welchen Beitrag super leisten kann. Wenn ich an Green City denke, dann denke ich erstmal an Bäume, ja. Aber mittlerweile sagt man ja auch immer, Blue is the new green, wenn man über diese Messe auch läuft. Verstehe ich auch nicht so ganz. Ich finde, wir haben halt das Thema, mit dem wir uns beschäftigen, ist ja immer das Grüne, dass wir sagen, okay, am Ende muss die Umwelt damit klarkommen, was wir da so alles machen. Und ich glaube, da geht es schon in die richtige Richtung, was hier alles so passiert, auch in unserer Branche. Und ja, in den Städten ist halt, passiert halt das meiste mit den ganzen versiegelten Flächen, die wir haben. Und im öffentlichen Bereich, also in den Städten, habe ich halt viel mehr Herausforderungen mit diesen Themen, da was zu tun, als wenn ich es jetzt im ländlichen Bereich haben, wo es dann doch noch versickern kann, das Wasser und so weiter. Jetzt kommt jemand, den kann ich es gleich fragen. Herr Edgar. Ja, oh, lieber nicht. Edgar, was sagt der Green City? Ja, ich komme ja gerade hier so unverhofft her, so, und jetzt soll ich was sagen? Komm Edgar, grüß dich. Ja, das ist die Zukunft. Erderwärmung, das ist ja nur ein Schlagwort, es gibt ja viele andere Dinge auch noch. Wenn wir uns nicht ein bisschen umstellen gegenüber der Vergangenheit, dann werden wir noch viele Probleme kriegen, die ausgemacht sind. Ja gut, wir fangen ja schon an in der Städteplanung. Also es ist nicht nur so, dass wir jetzt in der technischen Tiefbauplanung sind, sondern eben natürlich auch in der Städteplanung, und da geht schon los. Da gibt es natürlich viele Möglichkeiten. Wir machen grundsätzlich einen Landverbrauch auf der einen Seite, wenn wir planen. Und auf der anderen Seite müssen wir das natürlich auch in Rechnung tragen, dass halt einfach das nicht immer so weitergehen kann. Also da geht es wirklich ums Grundsätzliche. Da gibt es dann natürlich in der Umsetzung viele Details. Da gab es für mich jetzt immer so ein bisschen klassisches Beispiel, Thema Kleinklima. Wenn ich überlege, wie viele Steingärte es gibt, und wie lange, ich komme ja aus Baden-Württemberg, wie lange in der Landesbauordnung schon drinsteht, dass es nicht zulässig ist, dann, ich weiß es nicht, wo wir da uns bewegen, aber jeder macht es noch, selbst die öffentliche Hand macht es an vielen Stellen, da muss man sich schon fragen und müssen gegensteuern. Also es sind, wie gesagt, vom Großen bis zum Kleinen, wir sind da alle gefordert, Patentrezepte gibt es sicherlich nicht, aber wir müssen uns anstrengen, und ich bin sicher, wir haben das Know-how, wir haben die Möglichkeiten, dem zu begegnen, aber wenn man nicht den ersten Schritt machen, kommen wir nie ins Ziel. Jetzt musst du aber trotzdem ein bisschen da bleiben. Auf dem schönen Bild ist jetzt, steht auch Mischsystem oder Mischverfahren drauf. Und der Herr Jilk hat ja angesprochen, Green City als erst Bäume. Und wenn ich Mischverfahren denke, Bäume, das ist doch ein Widerspruch. Ich nehme doch die Bäume das Wasser weg. Ich leite den Kanal ab. Ist das dann eine Zukunft noch, ein Mischverfahren, wenn ich Bäume haben will? Oder wäre ich vielleicht anders, dass ich genau das Wasser halten sollte an der Fläche, um eben die Vegetation grün werden zu lassen? Also grundsätzlich ist meine Meinung zum Mischverfahren, wenn der normale Bürger wissen würde, was ein Mischsystem ist und was das macht, wenn es regnet, dann hätten wir schon viel weniger davon. Das ist meine persönliche Meinung. Wir gehen halt darum mit Aussagen, Abschlagsereignisse und so weiter. Und ich bin jetzt 10 Jahre in dieser Branche, totaler Quereinsteiger. Und als ich mal angefangen habe, hieß es dann, dass was aus so einem Mischsystem-Bauwerk rausläuft, ist reines verdünntes Regenwasser. Heute wird das viel differenzierter betrachtet. Das war das, was ich auf Messen halt gehört habe von Teilnehmern. Wer weiß denn du, was du gehört hast? Und heute wird das halt viel differenzierter betrachtet, was wir dort in unsere Umwelt halt ausleiten. Nein, aber mir ging es jetzt ganz konkret, wir sind immer noch beim Klima. Und ein ganz wichtiges Element des Klimaanpassung ist mehr Vegetation, mehr Grün, mehr Verdunstung, Stadtklima etc. Und wenn wir jetzt über Mischverfahren das Regenwasser aus den Städten rausleiten, dann ist das doch für mich ein
Widerspruch. Man sieht, man möchte das Niederschlagswasser in den Städten halten für die Vegetation. Ja, natürlich. Ich will ja natürlich über dieses Thema Schwammstadt, meinst du jetzt zum Beispiel, als Beispiel, dass wir sagen, wir wollen Konzepte entwickeln, um Wasser in den an der, da wo es als Regenwasser anfällt, zurückzuhalten, Kühndächer, versickerungsfähige Rigolen, was auch immer, um das halt nicht im Abwasserkanal abzuleiten. Ne? Das ist halt die Zukunft und es ist ja auch bei jeder Neuplanung mittlerweile Bestandteil der Planungsprämissen sozusagen. Bei mir wird gerade genau vor meiner Haustür ein neues Wohngebiet geplant mit 150 neuen Wohneinheiten und da sind halt dann auch ein Großteil der Flächen dann vorgesehen für Retentionsräume und so weiter, dass die halt nicht mehr im Kanal angeschlossen werden. Also ich frage ganz einfach bei der Deutschlandsfläche Resilienz auch auf den vielen schönen Begriffen hier. Und Resilienz ist ja doch, dass unsere Städte einfach widerstandsfähiger werden. Und das heißt, ich muss das Wasser einfach nutzen, was ich habe. Bitte nicht ableiten. Also ich immer sagen, wir können da kräftig diskutieren. Wenn ich jemanden finde, der für, wer ist jemand, der eine Fußnoten plädiert und hat vielleicht Gründe dafür. Es gibt aus meiner Sicht nur einen Grund, das ist der wirtschaftliche in alles andere. Und wir müssen das Abwasserregal. Da wäre auf der einen Seite Niederschlagsproblematik, dass wir nicht die Dinge an der Niederschlagsmenge bekommen, die wir bräuchten. Auf der anderen Seite haben wir starke Niederschlagsereignisse, die uns genauso beschäftigen, in der gleichen Fläche. Das heißt, wir müssen auf der einen Seite Sorge tragen, dass wir unser Regenwasser bewirtschaften. Auf der anderen Seite müssen wir Sorge tragen, dass bei starken Niederschlagsereignissen wir keine Probleme kriegen. Und das ist natürlich schon eine Herausforderung. Also da oben ist ein schöner Begriff Fremdwasser. Also für mich ist Mischverfahren, leite ich einfach ein Wasser als Fremdwasser ab eine Kläranlage zu. Auch, ich sage es ganz offen, ich weiß, Regenwasser ist genauso stark verschmutzt, muss ein Regenwasser behandeln. Und ich weiß auch, dass ein Mischverfahren in Ländern, die keine Verwaltung haben, die einzige Lösung ist. Weil ich war lange in vielen Brasilien, die haben da Trennverfahren. Da läuft halt, da kannst du einmal trocken ist, da läuft das Regenwasser nochmal, da läuft einmal die pure Scheiße in die Becher rein, weil halt jeder schließt irgendwo an, wo er ist. Bei uns ist Gott sei Dank so, dass wir eben mit den Kanalüberwachungssystemen das schon in den Griff kriegen, wo Fremdwasser ist. Aber vielleicht kann einer von jemandem was sagen zum Thema Fremdwasser. Was vielleicht ein Umgängiges zum Thema Fremdwasser, sowohl im Trenn- als auch im Mischverfahren. Da kommt meine Planung. Wenn es da oben so groß steht, muss ja irgendwas angeboten werden, oder? Kann ich mal was dazu sagen. Also zum einen sind wir ganz stark jetzt gerade im Moment der Entwicklung von Fremdwasserkonzepten bzw. eben der Reduzierung von Fremdwasser über unsere Messprogramme natürlich auch machen wir es jetzt möglich, dass wir eben Fremdwasserquellen rechtzeitig erkennen und auch in unsere Modellierungen mit einbeziehen können. Das ist ein bisschen komplexer, das läuft jetzt dann in das Thema Universe so ein bisschen mit hinein, wo man dann eben eine Modellierungssoftware hat, die eben relativ genau auch auf die gemessenen Messwerte eingeht. Das ist das eine und zum anderen haben wir natürlich auch hier veritable Produkte. Da ist hinten was eingebaut, wo man eben verhindern kann, dass eben Oberflächenwasser in Schmutzwasserkanäle eindringt und dann eben hier zu zusätzlichen Schmutzwasser, zu zusätzlichen Fremdwasserbelastungen im Schmutzwasserbereich führt. Da haben wir jetzt genau den einen entscheidenden Nachteil vom Trennverfahren, dass wir eben das Thema Fremdwasser viel stärker haben. Das Mischverfahren, da haben wir alles in einer Wahrheit. Aber ökologisch gesehen ist für mich das Mischverfahren nicht die Zukunft. Wenn jemand anders sieht, kann er mir gerne widersprechen, diskutieren wir gerne drüber. Ja, was sagen Sie dazu? Das ist auch ein lang erfahrener Kanalmensch. Mischverfahren, Trennverfahren. In jedem Fall ein Trennsystem, das ist für mich ganz logische Konsequenz. Nur dann kann ich das ganze Thema behalten. Also gibt es noch jemanden, der hier? Ja, haben wir noch einen. Mir ist das ganze Thema etwas zu abstrakt, weil zwischen dem reinen Trennsystem und dem Mischsystem gibt es auch die modifizierten Systeme. Und die Systeme sollten immer dem Gelände angepasst sein und dem Bodenverhältnis. Und ein Punkt spielt noch mit rein. Dadurch, dass der
der Wasserverbrauch bei Waschmaschinen, Toiletten immer weniger wird, sollte man die Spülwirkung im Schmutzwasserkanal nicht vernachlässigen. Das heißt, der ein oder andere Fremdanschluss sorgt dafür, dass der Kanal nicht wöchentlich gespült werden muss. Wunderbar. So, jetzt haben wir wieder ein paar mehr Leute. Er lacht mich so nicht an. Schauen Sie mal da oben, da sind ein Haufen Begriffe. Ist irgendein Begriff, der Sie interessiert, zu dem Sie irgendeine Frage haben? Ich sag mal, Geruch, Trockenheitgeruch. Schlecht, weil Sie einfach 5 Minuten zu spät gekommen sind. Aber das können wir gerne auch persönlich diskutieren. Sie kriegen da eine Privataudienz noch bei meinem Obermeier. Aber das ist ein ganz wichtiges Thema und vollkommen recht. Ich darf sagen, wir haben gesagt, um 30 Uhr, oder? Ja, ja. Dann, genau. Ich bedanke mich bei den Kurzdiskutanten, besonders er war der Einstieger. Der kriegt eine besondere, der kriegt ein extra Bier, oder? Ein extra Beifall, oder? Und diskutieren Sie weiter und machen Sie einfach so Gedanken. Wir haben das alles angesprochen über das Thema, hängt alles irgendwie zusammen. Man muss immer individuell anschauen. Und die Familie kriegt einen Sonderinput zu Geruch. Also, bitte. Ja, Herr Broschler, haben wir keine